Ich bin auch hier in diesem Gebiet der Festung. Ich weiß nicht genau, wie man das nennen soll, im Gebirge. Es kann sein, dass die Lautstärke vom Game anders ist. Ich bin gerade dabei, die einzustellen. Ich weiß aber nicht, welche Einstellung ich damals hatte. Ich habe nämlich ein Update von meinem PC gemacht, aber ist mir komplett Gothic mehr als krachen gegangen und ich durfte also mal neu funktional installieren. Und irgendwie meine Einstellungen sind noch nicht mehr da gewesen. Mal gucken, ich habe jetzt ein bisschen angepasst. Ich weiß nicht, ich gucke so ein kleines bisschen, wie es ausschlägt, aber es kann sein, dass ich es nochmal anpassen muss. Und falls die Musiklautstärke jetzt anders ist oder Soundeffekte, das kann durchaus sein. Nicht wundern. Da bin ich dann noch dran. Was ist, glaube ich, leiser, was ich jetzt eingestellt habe? Es kann dann auch sein. Ich glaube nämlich eher, ich habe es jetzt leiser eingestellt als sonst. Jo. Geil. Gucken wir dann. Von der Musik her. Müssen wir mal schauen. Ich habe keinen Plan. Mir geht's richtig gut. Meine Laune ist bombastisch. Deshalb gehen wir jetzt hier lang. Die restlichen Echsenmenschen noch beseitigen. Meine Laune passt dafür ganz gut gerade. Mich nur ein bisschen lang gedauert herauszufinden, was hier gerade alles bei meinem Rechner schief ging. Jo. Denkt dran, keine Updates machen. Außer ihr seid fertig mit eurer Runde hier. Okay, ich glaube, das Schwert ist noch genauso laut wie vorher. Aber die Musik ist leiser, nehme ich an. Also würde ich jetzt annehmen. Ne, ich glaube nicht. Ich hab lauter auch. Oh Gott, ein Feuerwehrer, gar keinen Bock. Ja. Müssen wir mal schauen. Ja, nur, dass ihr Bescheid wisst. Ich achte da so ein bisschen drauf. Ich glaube, ihr könnt mich aber irgendwie noch verstehen. Muss denn eigentlich gegen eine Wand klatschen, oder? Ach komm, er springt zu den anderen. Gar kein Ding. Mein Lieber. Überhaupt kein Problem, habe ich gerade richtig Bock drauf. Easy going. Ich krieg den Hinteren angedippt. Nee. Der ganz hinten zieht seine Waffe. Schön. Der von mir aus ganz hinten war. Ja, so muss das ja. Macht es doch dann erst richtig Spaß. Aua. Ich sehe nichts. Nein. Komm her, Mistvieh. Ein Mistvieh wenig. Ich hab dich erledigt, nicht du. Na, okay, mal gucken. Konnte jetzt nicht drauf achten, wie laut wahrscheinlich Gorn war oder so. Müssen wir mal sehen. Deshalb, also wundert euch mal nicht, warum das vielleicht gerade irgendwie ein bisschen weird ist. Was man so hört. Von den Lautstärken her. Ich probiere es ein bisschen zu beobachten. Die Folge kann echt ein bisschen vielleicht noch komisch eingestellt sein. Entweder hört man keine Musik oder man hört zu viel Musik. Aber ich finde die ganz eigentlich ganz schön und möchte die drinne haben. Deshalb mal gucken. Aber was ihr gerade ja genommen. Ich müsste hier einmal meine Ringe, bitte. Hätte ich eigentlich gar nicht so viel Heiltränke trinken müssen. Egal. Egal. Lassen wir das. Ich habe mich schon genug die letzten 2 Stunden aufgeregt. Das mache ich jetzt nicht. Also ich probiere es. Wir werden es sehen. Ich glaube, es funktioniert nicht, aber okay. Da hinten sind 3 von denen. Ich glaube nicht, dass ich die einzeln bekomme. Aber da in der Höhle, da war jetzt noch eine Höhle. Da sind noch 2. Habe ich noch irgendwelche Pfeile oder Feuerbälle oder so? Jetzt war eine Armbrust, das funktioniert aber irgendwie nicht so gut. Weil die Entfernung jetzt nicht so krass ist. Die Eispfeile natürlich noch nehmen, aber. Habe ich nicht so eine Blitze, so eine normalen? Diese kleinen, diese schwachen? Ich Blitzschlag, diese normalen. Hier.
Was jetzt nicht so teuer ist, meine ich damit. Ich will die ja nur anlocken, ich will die ja gar nicht. Okay, beide kommen aber. Gut, dann sterbe ich mal kurz. Ich häng fest, ich liebe es. Ich weiß es, aber ja, okay. Ja, komm. Nein, lieber. Heißt schon so ein Ding, das dann so zu machen. Ich weiß. Okay. Hier haben wir. Ich bin zwar jetzt in der Stufe gestiegen. Ich kann mich aber gerade nicht darüber freuen. Kann ich nicht. Vielleicht beim nächsten Stufenanstieg. Der wann ist? Oh Gott. Heilige Makrele. Ist wirklich jetzt so. Ja, da könnte ich jetzt mal herausfinden. Ich habe jetzt 89 Stärkepunkte. Ob wenn ich jetzt nochmal, also ich würde vorspeichern. Nochmal Geld. Lernpunkte meine ich. Ja. Stärke ausgebe. Ob das dann danach 20 kostet. Vielleicht ist da ja genau der Break. Sagen wir es so. Kann gut möglich sein. Dass es dann auf einmal mehr kostet. Da ist auf jeden Fall einer noch da. Da sind noch mehrere da. Habe ich Glück, dass die anderen mich vielleicht nicht wahrgenommen haben? Nee, so viel Glück. Vier Stück, wie das ist. Gorn, ist es schlimm, wenn der stirbt? Eigentlich ist es doch nicht schlimm, wenn Gorn stirbt. Finde ich jetzt nicht. Weil vielleicht helfen die mir ja ein bisschen. Ich zwar die Lernpunkte nicht, aber naja. Soll ich mal die ein, zwei gehen zurück, es wären nur noch zwei. Und sie prügeln ja auf mich ein oder sowas, auf die anderen da. Getroffen werden, dann waren meine Punkte vor. Naja, egal. Also irgendwie, ich habe so viele Lernpunkte schon verschleudert. Erfahrungspunkte nicht bekommen, meine ich. Lernpunkte verschleudert auch, ja, aber... ja. Mein Ziel ist es ja, für den Durchlauf so viel Geld auszugeben, wie es geht, deshalb. Ich glaube, das kriege ich schon ganz gut hin. Jetzt sind da noch zwei, da waren ja scheinbar vier. Ja, die kann man nicht so gut anlocken. Bei den Orks hatte ich das hinbekommen. Hier klappt das nicht so. Naja. Ein bisschen Fleisch. Aber ich sehe, welche Motte ich nicht habe. Habe ich schneller gegessen. Naja, wir wollen es ja auch mal hier wieder ordentlich machen. Gut. Die ist nicht drin. Ich glaube, ich packe sie auch nicht nochmal rein. Ich weiß nicht, ob sich das noch lohnt. Ich gehe jetzt erstmal in die Höhle. Ist gar nichts. Ach doch, da ist eine Tür. Okay, hier sind doch Sachen. Langschwert, das kann ich verkaufen. Lederbeutel. Tranktrank, Langschwert. Schatulle. Liegen zwei Leichen quasi. Okay. Erwartet mich. Nichts. Mich will nichts töten. Was? Armbrust. Licht. Wegen der Lebenskraft. Okay. Okay. Gehstock. Jetzt habe ich auf jeden Fall genug Gehstöcke. Für. Dings. Melef. Verwandlung Feuerwehr rein. Ich glaube, die Verwandlung werde ich nicht mehr so wirklich benutzen.
Ich weiß nicht, ob die mich stark genug machen, um so einen Typen da fertig zu machen, weil das dieser Angriff, mit dem man da machen kann. Weiß nicht. Weiß einfach nicht. So. Kann ich noch gleichzeitig machen, die werde ich nicht getrennt bekommen. Ich kann es natürlich nochmal probieren, ob das so klappt wie bei den Orks. Ich hatte ja eigentlich die Hoffnung, ich fand das ganz gut. Nicht, was ist das? Vielleicht bleibt ja einer am Zaun hängen, aber bei meinem Glück nicht. Doch, ja, nicht lang genug. Noch einmal auch kommen, Digga. Ich will dich doch mal töten. So, hier müsste noch ein Echsenschwert sein. Perfekt. Mhm. Dann gucken wir mal noch, was da ist. Noch mehr von denen. Gut. Ich nehme gleich einen Feuerring. Ich weiß, total schwachsinnig ist mir. Egal. Was war. So, da sitzt das einer, das auch einer noch, den kann. So sind hier eigentlich so viele von denen. Hat Gorn aber nicht sehr viel gemacht, dafür, dass er die unbedingt erledigen wollte. Okay, er hat die nicht hinbekommen. Wenn wir jetzt mal ehrlich sind. Also hat er ja nicht. Ich musste das ja alleine machen, weil ja, was er gemacht hat, hätte nicht geklappt. Toter Drachenjäger. Ich würde mal sagen, da kommt ein Drache. Immer, hier liegen immer toter Drachenjäger, wenn ein Drache kommt. Also gibt es hier auch noch einen, ja? Wo bin ich denn im Süden? Ja, irgendwo dann, okay. Ich habe gedacht, da bei diesem schwarz-roten Fleck auf der Landkarte wären der nächste. Ah. Hm. Okay, dann ist er hier doch einer. Okay, dann machen wir doch Drachenjagd jetzt so. Gut zu wissen. Das ist eine Spruchrolle. Ich würde ganz gerne den Duty da noch wegmachen. Der müsste alleine sein. Komm her. Dahinter ist nämlich roter Nebel, glaube ich. So. Ich habe doch keine Spruchrolle gesehen. Sah das nur so aus? Hab ich gerade eigentlich das doch nicht wahrgenommen? Ach, hier. Kleiner Feuersturm. Okay. Bei Regen wäre halt schon nice. Ich glaube, so viel Glück habe ich nicht. Ich bräuchte da so ein paar, damit ich einmal um die Burg rennen kann. Das müsste mir so viele Punkte geben. So, habe ich die Hoffnung. Ein Feldknütterich. Ich habe ja gelernt, davon brauche ich ganz viele. Bergkristall. Pech. Da ist roter Nebel. Ah, ich erinnere mich. Da war ich, glaube ich, schon mal, bin einfach dran vorbeigerannt. Ja, die habe ich schon mal gesehen, die roten Echsenmenschen. Das heißt, die gibt es von Anfang an mit. Also, gab es schon in Kapitel 2, meine ich damit. Hier ist in Kapitel 4, ich erinnere mich. Okay. Ich habe die nicht wahrgenommen. Ich bin da zwar einmal lang gerannt, todesmutig, wie man das so macht. Und das war's. Auch kein Drache? Also, wir haben einen Steingolem. Schauen wir mal, ob ich den hinbekomme, so ohne Leben. Naja, ich kann ja hier, warum auch immer, Herzen looten. Ich weiß, ich habe das irgendwann mal gelernt. Ich weiß nur noch nicht, warum ich das gelernt habe. Stimmt nur, weil man es kann. Hier gibt es keinen Drachen. Ich dachte, hier gibt es einen Drachen, weil da ein toter Drachenjäger lag. Schade. Ich frage mich auch noch, wo Silvius, wo Silvio ist. Da unten ist ein Varan. Dann gibt es hier keinen Drachen. Okay.
Wo sind die denn dann? Dann muss ich zu dem roten Ding jetzt da, auf der anderen Seite. Von der Karte her. Warum ist da so roter Dampf? Da muss ich hin, oder? Ja, genau, darüber. Kann ich da nicht so einen Jumpsprung machen? Ich sterbe doch nicht. Wenn ich ins Wasser falle, dürfte ich nicht sterben. Wenn mich da unten nichts erwartet, komisch ist, dann könnte ich da gleich hoch. Ich glaube, muss ich, glaube ich, hin. Okay. Kann man da eigentlich hoch? Hier ist ja dann nichts mehr. Was mich aber wundert, dass hier ein Drachenjäger war, aber hier ist nichts. Hm. Okay. Aber wenn hier ein Drache gewesen wäre, dann hätte man mir ja auch Bescheid gesagt, oder? Also dann hätte Gorn mir ja wirklich Bescheid gegeben. Habe ich jetzt alles eingesammelt? Ja, dann, warum auch immer der Drachenjäger da liegt, ich weiß es nicht. Sehen wir dann? Ich würde einmal nochmal... Ne, ich rede nicht mehr Gorn. Der hat mir nichts weiter zu erzählen. Der Typ, ich würde speichern und probieren, einen Stunt zu wagen. Damit ich nach da drüben komme, damit ich nicht außen rumlaufen muss. Weil wenn ich ins Wasser falle, müsste es ja eigentlich... Ist da direkt in Wasser? Ja. Muss das gehen, dass ich nicht sterbe? Also. Denke ich. Muss nur gucken, dass ich dann wieder auftauchen kann. Und. Ja. Ich würde da den Varan auf der Seite noch machen. Ich den gerade von oben gesehen habe. Und dann gehen wir rüber auf die andere Seite. Da sind noch ein paar Echsenmenschen. Na, ich glaube, da müsste ich mich mal gleich heilen. Bin kaputt. Wie habe ich denn das hinbekommen? Okay. Keine T-Pose, mal was anderes. Ich kann auch nicht mehr laufen, finde ich gut. Wie habe ich das hinbekommen? Warte, ist es durch den Sprung passiert? Ich probiere es gleich nochmal aus. Ist es durch den Sprung passiert? Aber eigentlich müsste es ja dann hier schon sein. Aber ich komme ja raus. Er schwimmt ja. Und dürfte ja auch nicht schwimmen, wenn jetzt hier irgendeine Animation kaputt gegangen wäre. So, ich bin raus. Ich warte kurz. Waffe. Nee, es geht hier einfach kaputt. Interessant. Ich würde mal speichern. Unteren Speicherstand. Und gucken, wenn ich neu lade, ob das weg ist. Ja, okay. Interessant. Also das macht irgendwas kaputt. Gut. Haben wir das auch geklärt. Da liegt auch irgendwas Totes, glaube ich, da hinten in der Ecke. Da liegt ein Typi. Liegen echt überall Tote. Drachenjäger nehme ich an. Ja. Hm. Wohl nicht so gut gelaufen, hä? Ich muss schon von da oben runterspringen. Aber hier war doch nur ein Varan. Wie kann man an einem Varan sterben? Okay, ich sag nichts. Hm. Ich sag lieber nichts. Da kann man da hoch. Gut, gehen wir darüber. Da müsste ich eigentlich hochkommen. Weil ich bin jetzt schließlich schon hier runtergesprungen. Das klappt ja theoretisch. Ich hoffe, der verbuggt jetzt nicht jedes Mal, wenn ich das Schwert ziehe. Dann wäre es echt nervig. Okay. Gut, was interessant, ich habe es ja reproduzieren können. Also vielleicht hat es doch was mit dem Sprung zu tun. Weiß ich nicht. Mehr sein. Aber ich habe es ja nochmal so gemacht, dann war es ja wieder da. Es war jetzt nicht willkürlich. Ich habe es ja nochmal hinbekommen. Ich finde es immer schön, wenn man dasselbe dann auch mal genauso hinbekommt. Das freut mich irgendwie immer.
Ich glaube, ich würde mir jetzt schon mal nochmal ein Tränklein gönnen. Und dann die jetzt beseitigen, weil ich weiß nicht, ob ich die einzeln angehettet bekomme. Ich würde es ausprobieren. Für mich stehen die weit genug weg. Zwar so auseinander auch. Wir werden sehen. Halt über diese Blitzdinger. Wenn sie nicht an. Jetzt. Oh Gott. Oh Gott. Gehen die ins Wasser? Nein. Die gehen nicht ins Wasser. Es sind fünf. Wenn die hinteren zwei weggehen, würde ich vielleicht die ein, zwei ausprobieren. Haben die da jetzt einfach so stehen? Jetzt so. Kann ich hier stehen? Also die gehen nicht ins Wasser. Interessant. Okay, ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Sie gehen ins Wasser. Ich glaube, die sind jetzt kaputt und die anderen da auch. Ist hier mir jetzt irgendwie ganz viel kaputt gegangen? Ich lasse die mal gegen die Wand schwimmen. So ein Wirbelangriff, das wäre voll cool. Ich bin tot, oder? Nee. Doch, weil ich mal wieder hier das nicht so gut hinbekomme. Ich tauchen, schwimmen. Gut, wenn ich die vielleicht auch kaputt gemacht habe, kann ich den da oben jetzt alleine machen. Also einzeln erledigen. Hab aber kaum Leben mehr. Geh mal. Kaputt. Die sind kaputt, die. So viel dazu. Ich komme damit aber super gut klar. Um die kümmere ich mich dann später. Ah, kein Problem. Das irgendwie... Ich weiß nicht, so ein rotes Ding und da hinten ist noch so ein Echsenteil. Wenn ich das andere Echsending noch machen kann... Allein, oder? Hätten wir noch einen. Wir werden sie irgendwann hier wieder hinstellen, ja? Resetten. Das ist das Problem. Ich bin ja nicht tot. Wir werden sich schon irgendwann resetten, nehme ich echt an. Ja, da schwimmt ja nur noch einer gegen die Wand. Ich glaube, der andere, der gegen die Wand geschwommen war, ist der, der sich jetzt hier wieder hingestellt hatte. Okay, so. Und so kann man das auch machen. Finde ich gut. Hat was. Mal gucken, ob ich den... Ich weiß nicht, was da sein soll. Sieht aus wie ein Golem in Rot. Vielleicht, bis ich hier fertig bin, sind die anderen wieder aus dem Wasser raus. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Also macht man das, gut zu wissen. Also um die Stelle so zu etwas gechillter zu machen. Ins Wasser rein. Und dann geht's weiter. Das ist wirklich... Ach Gott, der schießt mit Feuer oder wie? Ich gedacht, das ist ein Gut. Direkt zu den Feuerwehrern. Ich glaube, das ist eine gute Richtung. Das gefällt mir, ja.
Wir haben keine Ahnung, was sie machen. Irgendwann werden sie sich resetten. Gut, ich darf nicht getroffen werden, aber ich hatte auch Angst vor dem Feuerball. Muss ich ehrlich dazu sagen. Der hat gar nicht... Man glitscht ja hart, aber der hat mich gar nicht geschlagen. Jetzt, was ist jetzt? Der gerade eben hat er nicht ausgeholt gehabt. Ja. Also es, bei ihm ist ein kleines bisschen anders als bei den anderen. Der gibt auch mehr Punkte. Herz eines Feuergolems. Das ist ein Varane. So. Okay. Der eine kam jetzt nämlich aus dem Wasser raus. Dann sind die anderen beiden jetzt vielleicht auch aus dem Wasser raus. Da hat es gerade geblitzt. Den verstehen die da irgendwo. Nee, da liegt noch einer tot. Sind die noch rum? Gut. Geh ich erstmal weiter. Das irritiert mich aber, weil sie im Schwimmen das Schwert ziehen können. Sehr knütterig. Hab bewundert. Liegt noch was? Ein Ring? Ein Feuerring? Ich glaube, ich würde jetzt auch dieses Feuerausrüstung anziehen. Wäre noch ein Golem. Na, den Golem würde ich noch so schnell machen. Ich könnte aber einmal jetzt wirklich die anderen Sachen anziehen, weil der Feuergolem macht das schließlich auch. Die ganze Zeit das falsche Amulett da. Kein Wunder, dass es hier nicht so funktioniert hat, wie ich es wollte. Weil. Feuerring? Feuerring. Und dieses. Ich glaube, den Gürtel für Feuer habe ich die ganze Zeit schon angehabt noch. Ja. Dann würde ich jetzt aber nochmal das. Ein Feueramulett, ja. Cool. Probieren wir es bei da unten. Die Dinger, die aber auch nicht auseinander. Die einzeln angehittet. Ich würde ganz gern, dass der eigentlich zu mir kommt. Ich probiere ihn anzuhitten und dann halt wegzurennen in der Hoffnung, dass er zu mir kommt. Ohne Feuerbälle. Ohne Feuerbälle. Halt aufpassen, dass er nicht zu nah ist, weil er muss nicht boxen, damit ich wegfliege. Das ist der Unterschied. Er muss nicht boxen, damit ich wegfliege. Oh, den Drachenjäger auch mal gelootet. Dann waren dahinter jetzt noch zwei Echsenmenschen. Die ich so nicht schaffe. Dafür müsste ich nochmal hier Echsenmenschen. Dafür ziehe ich wieder die anderen Sachen an, nämlich das mit der Waffen. Diesmal bitte das Richtige. Und jetzt einfach mal ganz kurz für ein bisschen Leben. Schön, kann dauern. Ich habe dieses schnelle Essen nicht drin. Wie gesagt, es existiert nicht während dem Speicherstand. Dauern.
Okay. Dann zwei Echsenmenschen, die kriege ich nicht einzeln. Hier wäre auch kein Platz, die einzeln weg, also auseinander irgendwie zu locken oder so. Dann würde ich reingehen. Also mir bleibt ja nichts übrig. Da wäre noch ein Echsenmensch. Ich finde es nochmal ein bisschen schade, dass auf der anderen Seite, wo auch ein toter Drachenjäger war, kein Drache war. Ich dachte, da wo so dann mehrere von denen vielleicht rumliegen, gäbe es dann halt Drachen. Wieso kommt denn der... Ich probiere den mal anzuhitten. Aber vielleicht ist es bei den Echsenmenschen, geht es gar nicht, weil die irgendwie ganz irgendwo auch immer miteinander verbunden sind. So telepathisch vielleicht. Okay, so geht es. So ist möglich. Dann war da hinten jetzt noch einer. Ich glaube, sonst kaufe ich mir irgendwann für 1000 Gold das mit dem reinen Lebenselixier, das da gab. Ich weiß nicht, dahinter war noch einer. Ich weiß nicht, ob das bei dem jetzt auch so gut klappt. Ich glaube, bei dem Echsenmenschen in der Nähe stand direkt ein anderer. Kriege ich auch nicht anvisiert. Wer kommt alleine? Ich weiß aber nicht drauf vorbereitet. Oh, ich habe schnell genug gewechselt, ist okay. Manchmal... ich da ein bisschen länger. Und ich speichere nach jedem, weil, ja. Weil halt. Einfach, weil ich es kann. Muss man jetzt wahrscheinlich nicht machen, aber... Ich gucke, ob es da was gibt, aber da war noch einer. Ganz weit da hinten. Da. Einfach einer. Ich weiß nicht, ob es mehrere sind. Mehrere. Gut, dass ich gespeichert habe, seht ihr? Als Wäsche habe ich mit dem Lebensbalken definitiv nicht. Okay, da sind da noch zwei. Jetzt erstmal kurz da oben. Dann gönne ich mir hier nochmal ein Tränklein oder so. Das sollte ausreichen. Das sollte ausreichen für die zwei. Dann sind die auch weg. Und wenn ich hier mit dieser Aktion generell fertig bin und mich zur Burg teleportiert habe, kann ich meine Lernpunkte wieder ausgeben. Aber erstmal hier das da probieren, irgendwie zu erledigen. Gewundert, diese rote Blase, die da aufgetaucht ist mit dem Gas. Es geht nicht, ich bin nicht getrennt. Was ist denn jetzt los? Gerade eben lief das besser. Oh Gott, ich bin fast abgestürzt. Ich glaube, meine Konzentration ist einfach nicht da, aber ich bin auch sehr abgenervt und ich weiß es. Ich möchte nicht nochmal hierher laufen, deshalb. Habe ich jetzt wirklich Blitz in der Hand? Ja. Die stehen halt so dicht, dass egal wie, es werden beide kommen, weil sie halt wirklich dicht stehen. Das heißt, ich würde die gar nicht. Dann habe ich eine Chance nochmal wegzurennen. Ist das? Ne, sind zwei. Obwohl der eine da ein bisschen Akrobatik macht. Vielleicht kriege ich den bis da ein bisschen runtergekloppt.
So, perfekt. Dann kann ich mich nämlich jetzt auf den konzentrieren. Das ist okay, aber wenn ich die... Einzeln ist das ja nicht das Problem, aber zu zweit... Da hatte ich gerade Glück, weil der ein bisschen Akrobatik da gemacht hat und dass er ein kleines bisschen verzögert, ja, ist bei mir angekommen. Das ist okay. So, dann weiter. Also, wie kann hier nicht mehr sein? Ich bin noch ganz oben. Jetzt bin ich aber gespannt, ob hier ein Drache ist. Wer gesagt? Theoretisch. Dafür Nebel. Also hier gibt es noch normalen Nebel zusätzlich, okay. Und dem roten Gasleck. Oh Gott. Normal zwei. Hexen. Dinger. Kriegst du nochmal so hin, dass einer wegbleibt. Ich glaube, der andere ist ganz zurückgegangen, weil er mich nicht mehr wahrgenommen hat. Das kann sein. Dass nämlich gerade der zweite mich nicht mehr gesehen hat. Ist der wieder umgedreht. Das ist auch ganz schön eng. Kann man ja nicht so gut ausweichen. Komm her. Der alleine. Ja. Kann ja sein, dass da um die Ecke noch mehr Hosen. In meinem Glück ist es auch gleich wieder so, dass da noch der ein oder andere Echsenmensch steht und auf mich wartet. Okay, da ist ein Drache. Ist ja noch mehr. Das ist der Feuerdrache, nehme ich jetzt an. Genau. Sieht ja wohl auch so gut aus. Dafür würde ich jetzt allerdings mal das Auge Innos anlegen, wie es mir gesagt wurde, was ich nie mache, und mich heilen. Ich weiß ja nicht, wie viel ich brauche. Das mache ich jetzt alleine. Irgendwie die Hoffnung, dass hier irgendjemand wartet, um das mit mir zusammen zu machen, so wie den Sumpfdrachen. Oh, zu viel gehofft. Zu viel gehofft. Dann würde ich mal aber was beschwören. Dann greift ja niemand meine Beschwörung an, wenn ich hier eher alleine bin. So. Dann gucke ich jetzt mal, ob ich ihn was sehe, wenn ich das Auge Innos anlege. Das hatte ich aber beim letzten Mal nicht. Das Sprechen hat ja auch so geklappt. Und dann würde ich jetzt Flammenschutzring, der andere, Feuerring. So, sicherheitshalber. Ihr seht hier alles. Okay. Den Gürtel habe ich. So. Dann. Das Feuer. Ich kann ja mal meine ganzen Eissachen hier verschleudern. Würde ich jetzt nicht machen. Ich brauche die andere Sachen noch. Aber. Zapfhaus, was habe ich? Beschwören. Da muss ich ja nicht allein machen. Vielleicht so ein. Mach mal die Goblin. Golem erwecken. Mach mal die Goblin-Skelette. Kann ich die jetzt schon beschwören? Oder geht es gleich schief? Es dauert ja so lange, wenn ich dann gleich angegriffen werde. Ich muss ja auch nur mit dem Drachen reden. Ich würde die auch jetzt ganz gern einfach schon beschwören. Probier es mal aus. Hab ja gespeichert. Sonst. Geomata heißt er. Kann auch sein, dass sie jetzt voll festbacken, die Dinger. Soll der Geiz. So. Und ich hoffe, die backen nicht fest. So. Reden erst wahrscheinlich. Ja. Ich kann es einfach nicht glauben, dass es wirklich noch Menschen gibt, die ihr Leben verwirken, nur um einen leibhaftigen Drachen zu sehen. Ich bin nicht nur gekommen, um dich zu sehen. Ich fürchte, ich hatte etwas Radikaleres im Sinn. Sag jetzt bloß nicht, dass du mich herausfordern willst. Natürlich nicht. Ich werde dir deinen schmalen Hals brechen. Nicht so schnell, mein Freund. Ich trage das Auge Innos bei mir.
Du kannst dich meinem Willen nicht entziehen. Beantworte meine Fragen, oder die Qualen werden für dich unerträglich sein. Und dann stell deine lächerlichen Fragen, solange du noch kannst. Deine Macht wird nicht von Dauer sein. Gut, ich muss das dann gleich nochmal machen, weil meine ganzen Goblin-Skelette sind schon tot. Ich habe den Zeitfaktor vergessen. Wer bist du? Mein Name ist Fiomata und das ist auch schon alles, was du über mich erfahren wirst. Wenn ich aus dem Bann des Auges entfliehen kann, wirst du in Flammen aufgehen. Ich in Flammen? Ich stehe gefühlt schon in Flammen. Jeder Drache hat doch einen Hort, wo er seinen gesammelten Reichtum lagert. Wo ist dein Hort? An einem Ort, der unerreichbar sein wird für dich. Wenn ich die Fesseln des Auges erst einmal los bin. Meinen Besitz habe ich hoch oben auf dem heißen Felsen, den ein Mensch ohne Flügel wie du nur schwer erreichen sollte. Ich darf klettern, okay. In welchem Auftrag handelt ihr? Wer hat euch hierher entsandt? Über unser aller Heil und Wohl steht der Meister mit seinem Wort der Macht. Bald wird sich ihm niemand mehr entziehen können. Aus dem Reich der Toten langt sein Arm schon sehr weit. Die Geister der Nacht versammeln sich in freudiger Erwartung seiner Ankunft. Er wird über euch Menschen kommen und die Welt beherrschen. In seinem Schatten sind wir nicht mehr als Beiwerk seiner schöpferischen Kraft. Der Meister wird kommen, eure geplagten Leiber wieder aus der Asche zu erheben, um mit ihnen das Geschick der Erde neu zu richten. Geplagte Leiber. So, jetzt muss ich nochmal neu laden gleich. Das Auge hat seine Kraft verloren und du wirst den nächsten Tag nicht mehr erleben. Habe ich das Auge eigentlich noch an? Das leuchtet nicht mehr so. Ja. Okay. Nochmal. So, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt kann ich meine Goblins nicht mehr holen. Wie ich den vielleicht auch so. Erledigt? Ich denke nicht, aber okay. Dann hole ich meine Goblins doch. Hallo? Hier. Hol. Hol. Ich glaube, der Drache hat ein ganz anderes Problem. Oh, ich glaube, der befreit sich gleich. Nicht mein Skelett, ich will gerne den Drachen angesehen. Hallo. Hallo, wo ist sie denn? Wo kann ich ihn nicht jetzt sehen? Das ist nicht so gut. Aber so, wenn er da in der Ecke ist, würde es funktionieren. Hätte vielleicht speichern sollen, nachdem ich mit ihm gesprochen habe. Wäre praktisch gewesen, sagen wir so. Hätte noch volles Leben. Da habe ich ja eigentlich gar keinen Schaden. Ohne andere Taktik. Ich mache einen Sieg so gut wie keinen Schaden. So, okay. Mal meine Goblins holen vielleicht irgendwie. Nur dass er abgelenkt ist, dass ich vielleicht von hinten an ihn rankomme. Bin ich aber relativ lahm für, muss ich immer sagen. Also Armbrust wäre jetzt nice. Kann ich den hier irgendwo ranklatschen oder so? Irgendwie so irgendwo, wo er mich nicht trifft?
einfach tot schon. Er heilt sich, oder? Ich habe da vorhin schon ein bisschen Schaden gemacht gehabt und es geht immer ein bisschen runter und wieder. Die können sich heilen. Mich verarscht. Ja, die können sich heilen. Also wenn ich nur ein bisschen Schaden mache, heilt er sich. Ich habe auch vorhin mit dem Schwert da schon einen Schaden gemacht gehabt. Warum halt. Okay, das ist krass. Das ist ein Drache, der sich heilen kann. Das war mir nicht bewusst. Was? Was können die? Soll ich das dann hinbekommen? Ich frag mal so. Ja, so ist er sich wieder aufgefüllt. Wie soll man den denn dann besiegen, wenn er sich heilt? Da muss man ja irgendwie so zwei Hits machen oder so. Eine Waffe hat man doch nicht, um zwei Hits zu machen. Ich dachte, der Eisdings wäre der schwere. Wurde mal gesagt, der stärkste Drache ist beim Eis. Haben die Eis und Feuer vertauscht? Da hat sich ja schon wieder geheilt. Okay. Nochmal. War komisch. Das ist echt ein bisschen kurios. So, ich probiere es jetzt mal mit dem Dämon als Beschwörung. Ich dachte von meinem gefühlt schwächsten zu dem teuersten, was ich habe. Wow. Kann ich hier nicht jetzt mal zuschlagen? Sieht auf jeden Fall ein bisschen besser aus als sonst. Mache keinen Schaden. Also ich würde keinen Schaden machen. Also mit dem Dämon klappt es relativ gut. Ich habe den Dämon getroffen. Der heilt sich halt, der Drache. Warum könnte ich den Drachen heilen? Nicht ungerecht. Ich kann mich nicht mehr mit dem Kampf so gut heilen. Würde währenddessen sterben wahrscheinlich. Ich kann ihn halt auch nicht anvisieren. Also ich kann ihn anvisieren, aber ich mache gar keinen Schaden. Jetzt habe ich ihn mal getroffen. Okay. Der Dämon tot? Nichts zu holen. Ja. Schade, ich wollte sonst sagen, da nehme ich den nochmal mit, weil ich da so ein paar Echsenmenschen übrig hatte. Gut, also der ist tot. Goblin-Skelette bringen nicht so viel und ich mache auch so wie keinen Schaden. Bei dem wäre eine Fernkampfwaffe echt gut gewesen. So wegen Feuerbälle und so. Er meinte, sein Hort ist irgendwo oben. Irgendwo oben. Was auch immer der unter irgendwo oben versteht. Wo ein Mensch nicht so gut hinkommt. Gar unmöglich. Also nehme ich jetzt mal an, man muss klettern. Hab ich doch. Frage ist, ich muss eine Stelle finden, wo ich schon mal hoch kann. Das muss ja irgendwo sein. Muss ja von hier aus sein. Ja, komm. Hier hoch? Ja, okay, hier kann ich hoch. Ja. Wirklich kann man da hoch. Irgendwie. So, na, doch. Doch, doch. Geht. Kann ich da dann lang? Na doch, kann man hier laufen? Oder muss ich springen? Ich springe mal. Da! Okay. Okay, doch. Gar nicht so kompliziert. Ich habe jetzt mit dem gefühlt schlimmsten berechnet. So, dass ich noch eine halbe Stunde brauche, um irgendwo hinzuspringen oder so. Gibt's ja mehr Sachen als bei dem anderen schwarzes Erz. Da ist das Deko, was ich hier nicht einsammeln kann? Oder wie darf ich das verstehen? Der hat aber auch so ein Ding von den Orks da reingepackt in seinen Worthaufen.
Sagen wir es mal so, in seinen Horthaufen. Gut, dann haben wir aber den auch erledigt. Merke ich mir, mit dem Dämon ging es ganz gut. Hat ja super geklappt mit dem Dämon. Ja, muss ich mal schauen, wie ich den nächsten mache, weil ich habe keinen Dämon mehr. War jetzt der letzte Dämon, den ich hatte. Dann würde ich sagen, auf zur Burg. Ich habe ja auch Lernpunkte zum Ausgeben. Das würde ich dann mir mal anschauen, wie es da aussieht. Was mir da was bringen würde. Um mich zu verbessern für den nächsten Drachen. Und da muss ich ja jetzt noch fragen, wo der nächste Drache ist. Geht ja nur immer stückchenweise vorwärts. Aber das war's mit der Folge heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Es war mir wie immer inneres Blumenpflücken. Ciao.